Meine Damen und Herren, wie gesagt, ich habe gesagt, es ist ein kleines Etwas, es ist ein schönes Etwas, es ist etwas fürs Herz. Es ist aber etwas, was momentan zwei größere Probleme hat, wenn man sowas machen will. Das eine ist, und alle die, die in der Anhörung vorgestern da waren, wissen das, wenn man jetzt versucht, eine solche Spielstraße anzumelden, anzuzeigen, man weiß nicht, wo man sich hinwenden soll. Und es gibt auch viele Berichte davon, dass man dann gerne auch in Sackgassen, Behördensackgassen landet. Man weiß nicht, welche Anträge, in welche Fristen und so weiter und so fort. Es ist relativ schwierig. Und das soll dieser Antrag beheben, denn wir sagen, wenn eine Straße das machen will, dann soll die Verwaltung dafür sorgen, dass es einfach geht. Das zweite Problem, was es de facto gibt, und auch das wurde eigentlich von allen Expertinnen vorgestern in der Anhörung auch benannt, das zweite wirklich real existierende Problem ist die Beschilderung. Wenn Sie eine Straße temporär quasi dann nur noch für die Anlieger frei haben wollen, also brauchen Sie Schilder. Und um diese Schilder aufzustellen, brauchen Sie eine Fachfirma. Und um diese Fachfirma zu beauftragen, brauchen Sie Geld. Und Sie brauchen relativ viel Geld, nämlich ungefähr, je nachdem, 800 bis 1000 Euro mindestens. So. Und wenn Sie jetzt mit, ich sag mal, 10 Eltern, 20 Kinder, Sie möchten dort mal für 4 Stunden ein Straßenkinderfest machen, dann sind 1000 Euro natürlich zu viel. Und da setzt jetzt unser Antrag an. Unser Antrag ist ganz kurz und knapp und bündig. Und unser Antrag ist genau in dem Sinne geschrieben, wie es eigentlich Herr Zastrow mag, wenn er Videos macht. Es ist nämlich so ein, die Verwaltung soll mal machen, Antrag. Ja, da steht nicht drin, wir möchten die Abteilung so, die soll das so machen und innerhalb von dieser Frist soll das so sein und wenn das passiert, passiert das. Nein, da steht einfach drin, es soll Spielstraßen geben, Spielstraßen einfach, Schilder umsonst. So. Und die Verwaltung kann sich jetzt selber aussuchen, wie sie das umsetzt, wie sie das macht. Wenn dabei Probleme auftreten, können Sie ja gerne wieder zu uns zurückkommen. Aber ich denke mal, es sollten keine Probleme auftreten, denn die Verwaltung sollte doch in der Lage sein, Spielstraßen für ein paar Stunden in Anwohnergebieten möglich zu machen. Ja, so viel von mir zur Einbringung. Und ich hoffe, dass wir heute... Es ist wirklich kein großes Ding. Ja? Wir haben uns so viel gestritten mit allem Möglichen. Das wäre jetzt wirklich mal so ein Anlass, wo man sagen kann, ja, wir tun mal was Positives für diese Stadt. Dankeschön.